Künstliche Intelligenz, die ist ja weltweit auf dem Vormarsch und hat natürlich Vorarlberg schon lange erreicht. Zum Beispiel bei einem Skilift der Firma Doppelmayr im Montafon. Was dort früher ein Stationsbediensteter gemacht hat, macht jetzt ein Computerprogramm. Emanuel Broger war vor Ort und wollte einmal wissen, wie das funktioniert. Dieser Sessellift im Skigebiet Silvretta-Montafon wird mit künstlicher Intelligenz betrieben. Der Ausstiegsbereich wird von mehreren Kameras überwacht. Haben Fahrgäste Schwierigkeiten, entscheidet das System selbst, ob der Skilift stoppen muss oder nicht, ganz ohne Personal. Ich mache den Test und simuliere einen Sturz. Der Lift hat natürlich einen Bremsweg, aber es klappt. Das System hat die Situation richtig erkannt und den Lift angehalten. Diese Sesselbahn ist weltweit die erste Sesselbahn, die ohne Stationsbediensteten in der Bergstation betrieben werden kann. Das Besondere hier ist, wir haben eine Kombination aus konventioneller elektromechanischer Sensorik und einem neu entwickelten KI. Basierten Bildverarbeitungssystem. Dieses Bildverarbeitungssystem hat über die letzten 3 Jahre aus vielen Millionen Situationen gelernt und ist jetzt in der Lage, automatisiert Entscheidungen zu treffen. Das heißt beispielsweise, benötigt ein Fahrgast mehr Zeit zum Aussteigen, wird die Anlage automatisiert verlangsamt. Sollte er diesen Ausstiegsvorgang trotzdem nicht ordnungsgemäß schaffen, wird die Anlage automatisiert stillgesetzt. Die Technologie stammt von einem Schweizer Startup namens Mantis, an dem Doppelmayr beteiligt ist. Das System soll unter anderem dabei helfen, die Sicherheit zu erhöhen. Das System ist permanent in der gleichen Aufmerksamkeit. Ein Mensch zum Beispiel ist manchmal abgelenkt durch ein Handy, durch andere Einflüsse. Und die Maschine hat dieselbe Aufmerksamkeit über den ganzen Betriebstag. Weitere Vorteile sind, dass das System aus mehreren Kamerapositionen den Ausstiegsbereich beobachten kann. Der Mensch hat nur einen Blickwinkel und es gibt eine viel raschere Reaktion auf das Fahrgastverhalten. Mit dem intelligenten System spart man sich auch Personal ein, zumindest in der Bergstation. Anders sieht es unten in der Talstation aus. Dort braucht es noch das menschliche Auge. Setzt sich der Fahrgast auch richtig in den Sessel und rutscht nicht heraus? Diese Kontrolle zu automatisieren ist technisch deutlich schwieriger und laut Doppelmayr derzeit nicht umsetzbar. Zumindest noch nicht. Meine Einschätzung ist, dass es auch zukünftig möglich sein wird, auch die Talstation automatisiert zu überwachen. Dann braucht es keine personendirekte Anlage, aber irgendwo im Hintergrund, in einem Hope Operation Center, kann dann eine Person mehrere Anlagen betreuen und bedienen. Der Sessellift mit autonomer Berg- und Talstation dürfte also nur mehr eine Frage der Zeit sein. Und wo und wie künstliche Intelligenz in Vorarlberg noch so alles eingesetzt wird, können Sie in der ORF-Doku Silicon Vorarlberg auf den Spuren von künstlicher Intelligenz sehen. Und zwar an diesem Sonntag ab 18:25 Uhr in ORF 2.